14. Februar 1929. Der erste Mickey-Maus-Film läuft, das erste Sechstagerennen startet. Zum ersten Mal fliegt ein Mensch von Paris nach New York. Es ist das Jahr, in dem Herbert Hoover zum 31. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird. Bei seiner Vereidigung sagt er: Wir in Amerika sind heute dem endgültigen Triumph über die Armut näher als jemals ein Land zuvor. 6 Monate später bricht die New Yorker Börse zusammen. Der Schwarze Freitag. In Chicago ist es 10.25 Uhr. Die Temperatur beträgt 10 Grad unter Null. Alkoholschmuggel erweist sich als ein gutes Geschäft. Die Banden bekämpfen sich gegenseitig. Wie bei den Machtkämpfen moderner Industriekonzerne will jede Gruppe das Monopol erringen und den Konkurrenten ausschalten. Es gibt 21.207 private Clubs in Chicago. Spelunken, in denen illegal Alkohol ausgeschenkt wird. Ihr Umsatz erreicht 357 Millionen Dollar. Und 618 Mitglieder von Unterweltorganisationen werden für diesen Preis innerhalb von 9 Jahren ermordet. Die Korruption blüht. Vom kleinen Kneipier einer Seitenstraße bis zum Bürgermeister oder Polizeichef der Stadt. Sie soll ihre dämliche Schnauze halten, die alte Kuh. Du sagst ihr Folgendes, sie soll sich ihre Stimmbänder schonen. Das ist nämlich das Einzige, was bei der noch... Zwei Bier. Der Schuppen hier ist nicht schlecht. Ja, danke. Und die Kohlen stimmen auch, was? Naja, die Miete kommt raus. Hey, was hast du denn vor? Willst du mich vergiften? Wenn Sie das Bier nicht mögen, Mister, brauchen Sie nicht zu bezahlen. Mein Goldstück, dieses Angebot ist ja großartig, was du da machst. Hörst du, Jimmy? Wir brauchen die Jauche nicht zu bezahlen, wenn wir sie nicht mögen. Fragen wir doch mal, was unser Nachbar sagt. Er kippt das ja schon eine Weile runter. Schmeckt doch widerlich, was? In sowas, da kenne ich mich nicht so aus. Das begreife ich nicht. Merkst du nicht, wenn irgendwas stinkt?
Na, ich habe auch schon mal was Besseres getrunken. Aha, da hörst du, was deine Freunde dazu sagen. Völlig frei und unbeeinflusst. Mein Goldstück, wo ist das Zeug her? Von einem Mr. Slauson. Slauson? Slauson? Ich kenne nur einen Slauson und der arbeitet für Capone. Al Capone. Ist das derselbe Slauson oder irre ich mich da? Ha? Also ist das doch. Wie viel läuft pro Woche? Na, so 5 Fässer. 5? Das gibt's doch nicht. Für so einen Klasseladen hier, mit der richtigen Marke, könntest du das Doppelte rausholen. Ich lass dir morgen früh 10 Fässer liefern, kostet dich 55 pro Stück. Ich wäre erledigt damit. Ich kann nicht aussteigen bei Capone und auch Moraine schafft das nicht. Moraine? Ich kenne nur einen Moraine und der ist Schaffner. Ist das, derselbe Moraine oder irre ich mich da? Es war mein Fehler. Ach, das ist doch nicht so tragisch. Jeder Mensch macht mal einen Fehler. Sieh mich an. Vielleicht habe ich bei deinem Bier auch einen Fehler gemacht. Es wäre ja durchaus möglich, dass nur die Leitungen schmutzig und vergammelt sind. Das kann passieren. Goldstück, was du dir da hast andrehen lassen, das liegt nicht an den Leitungen. Die sind in Ordnung. Es ist saures Bier. Hier kann man riechen. Alles klar? Peter Gusenberg, geboren in Chicago am 22. September 1889. Zuchthäusler, Totschläger und Posträuber. Als er im Alter von 13 Jahren aus der Schule nach Hause kommt und seine Mutter tot auffindet, ist sein erster Gedanke, ihr den Ehering vom Finger zu ziehen und ihn zu versetzen. Fässerlieferung von morgen an. Und vergiss nicht, dass ich dir damit einen großen Gefallen tue. Frank Gusenberg, der jüngere Bruder Peter Gusenbergs, wurde am 11. Oktober 1902 ebenfalls in Chicago geboren. Einbrecher, Autodieb, Erpresser und Totschläger. Seit 9 Jahren gehört er zur Moraine-Bande. Er ist mit 2 Frauen verheiratet, lebt aber mit keiner von beiden zusammen. Vincenzo De Mora, alias Jack McGurn, genannt das Maschinengewehr. Geboren am 7. Juli 1903 in Brooklyn, New York. Als er 9 Jahre alt ist, wird sein Vater ermordet. Mit 20 bringt er alle um, die am Tod seines Vaters mitschuldig sind. Ein gefürchteter Scharfschütze und Erpresser. Er gehört zur Führungsspitze der Capone-Bande. Verdammte Scheiße. Wo bist du gewesen? Was konnte ich denn machen, Jack? Der Kerl war auf einmal da, als wäre durchs Schlüsselloch gekrochen. Ich sah nur, wie die Tür aufstand und der dann losballerte. Hast du ihn erkannt? Ja. Einer von Moraines Leuten. Frank Gusenberg.
Alfonso Caponi, alias Al Capone, alias Al Brown, geboren in Castellammare, Italien, am 6. Januar 1899. Keine Vorstrafen. Aufgewachsen in einem der Elendsviertel von Brooklyn, kommt er im Frühjahr 1919 nach Chicago. Ehrgeizig, gerissen und skrupellos bringt Capone es innerhalb von 6 Jahren vom Rausschmeißer einer drittklassigen Kneipe zum unangefochtenen Herrscher der mächtigsten Verbrecherorganisation von Chicago. Danke, Mr. Capone. Tut mir leid wegen der Razzia, Jake, aber die beiden haben einen neuen Captain, der will noch nicht mitspielen. Was hat er denn? Spielt sich ein bisschen auf. Steht mit einem Schein pro Woche auf der Liste. Aber er verlangt 3, wenn wir in seinem Bezirk arbeiten wollen. 300, was? Die meinen immer, wir stinken vor Geld. Schreib mir den Namen auf. Ich sorge dafür, dass er nichts mehr verlangt. Wenn ihm das zur Wiederwahl verhilft, dann kriegen wir 500.000 auf Thompsons Wahlfundus. Aber wenn Schermick Bürgermeister wird, dann verlieren wir 20 Millionen im Jahr. Das wäre Geldverschwendung. Wir haben Thompson gekauft. Wenn er verliert, gut, kaufen wir eben den nächsten. Du kennst Tony Schermick nicht, Frank. Charles Fischetti, der Ausputzer. Am 11. August 1891 geboren. Ebenfalls in Castellammare. Als Vetter zweiten Grades von Al Capone führt Fischetti den Vorsitz bei den Sitzungen des Syndikats. Er trinkt viel, ist aber niemals betrunken. Sein Wert für die Organisation liegt in seiner Begabung, Politiker und Beamte zu bestechen. Am 7. April 1951 wird er ermordet. Das ist unsere verwundbare Stelle. Wenn er wagen sollte, bei uns ein krummes Ding zu landen, dann können Sie ihn von der Wand abkratzen. Mach's halt, Manfred. Du weißt genau. Tag, Al. Die Sitzung ist eröffnet. Jake, wir haben dich kommen lassen, weil wir einen Bericht haben wollten über den Lagerhausbezirk. Wie schaut's denn da aus? Ich werde euch ein paar Zahlen vorlesen. Ihr sagt dann etwas dazu, okay? Wir haben das Lagerhausgebiet von Ive Saltis voriges Jahr Ende Oktober übernommen. Und von Anfang an ist der Umsatz gestiegen. Zum Beispiel... Bierverkauf für die Zeitspanne von 30 Tagen bis zum 15. Dezember um 21% gestiegen. Jake Guzik, genannt der fette Daumen, geboren am 9. November 1894 in Priora, Illinois. Ursprünglich Besitzer von Vorstadtbordellen, übernimmt er die Auslieferung des geschmuggelten Alkohols an das Capone-Syndikat und leitet den gesamten Verkauf. Er stirbt am 11. Juli 1956 eines natürlichen Todes. Was den Bierverkauf angeht, habe ich ja schon immer gesagt, dass der fette Pollock mit dem Arsch von der Matte nicht mehr hochkommen wird. Scheißkerle seid ihr alle! Ihr redet und redet und redet. Die übrige Zeit raucht ihr dicke Zigarren für einen Dollar und sitzt da wie ein Haufen Neureicher. Ein müder Verein seid ihr. Ist was nicht in Ordnung, Al? Was nicht in Ordnung? Aha. Leute, seid ihr denn erst heute vom Dampfer gekommen? Hä? Bin ich denn der Einzige von euch, der weiß, was in Chicago vorgeht? Jetzt werde ich euch mal verraten, wie die Wahrheit aussieht. Und die ist leider keineswegs so rosig, wie wir sie von unserem Freund Jake zu hören kriegen. Dass wir in den Lagerhausbezirken eine Menge Geld machen, das braucht mir keiner zu erzählen, ebenso im Westen und in den südlichen Vororten. Aber was passiert in den nördlichen Vororten, Jake? Davon höre ich nichts, oder verschweigst du die Zahlen aus Höflichkeit? Ist der Teil der Stadt nichts wert, dass man ihn so einfach hergibt, wie? Darüber haben wir doch gesprochen, Al. Ja, natürlich, das haben wir. Ihr habt darüber gesprochen! Wir wollen keinen Ärger machen, Al. Lass die Finger davon, Al. Bugs Moran will nur angeben, Al. Jetzt weißt du genau, was ich von deinen Zahlen halte, und jetzt könnt ihr meine Zahlen hören. Seit dem 1. Mai hat uns Bugs Moran dieses Mistvieh aus 28 Kneipen rausgedrückt.
28 allein südlich der Chicago Avenue. Nun werdet ihr mir sagen, 28 von 12.000. Was soll's, ist doch ein Klacks, ist doch alles halb so wild. Hab ich recht. Al, was ist? Al, lass uns doch vernünftig darüber reden. Halt die Klappe, Charlie, im Augenblick rede nur ich. Da ist noch etwas anderes. Ihr wisst, was unserem Freund Jack McGurn passiert ist. Ein netter Kerl, er tut, was man ihm sagt und bleibt trotzdem sauber. Ich wollte, ich hätte ein paar hundert von seiner Sorte. Nun, was ist vor einem Monat passiert? Da springt so eine Bestie von Morans Leuten auf ihn drauf und will ihm das Hackmesser in den Bauch jagen. Tony Lombardo. Mein Freund Tony. Ich war auf seiner Beerdigung. Geheult habe ich dabei, richtig geweint wie ein kleines Kind. Das war ein Kerl. Dem wäre nie eingefallen, eine Knarre auch nur anzufassen. Und sie mussten ihn umlegen. Mitten in der Stadt am hellen Nachmittag kommen da zwei von diesen Bluthunden aus Morans Bande und ballern auf ihn los mit ihren Maschinenpistolen. Hör zu, Al, denken wir einen Augenblick nach. Wenn wir Moran nachlaufen, das wäre ein schlechtes Geschäft. Was für ein Geschäft? Ich will leben, mich interessiert jetzt kein Geschäft. Du wirst es doch noch in deinen Holzkopf reinkriegen können, dass das, was Moran bisher gemacht hat, alles nur ein Vorspiel gewesen ist. Er will mich tot. So wie mich Dean O'Banion tot haben wollte. So wie mich Ivy Weiss tot haben wollte. Da unten auf der 22. Straße am helllichten Tag. Verdammt will ich sein, wenn dieser verrückte Pollacker mich nicht mit einer ganzen Armee zu holen versucht. Das hatte sich Jaime Weiss für mich ausgedacht. Ich weiß ganz genau. Moran brütet auch irgend so eine verrückte Sache gegen mich aus. Zum Teufel mit dem Kerl! Also müssen wir ihn erwischen, bevor er mich erwischt. Ich will, dass dieser irische Hurensohn umgelegt wird. Liquidiert. Also gut, Al. Wenn du es befiehlst, dann wird er umgelegt. Es wird natürlich etwas Zeit in Anspruch nehmen. Einen Augenblick. Ich verstehe dich, Al.
Du bist sauer, das ist dein gutes Recht und die Jungs verstehen das auch. Aber du erinnerst dich... Willst du eigentlich mit mir streiten, Charlie? Du übernimmst das, Frank. Und mach schnell. Ich versuche es. Das ist nicht so einfach. Offen gestanden, ich weiß noch nicht, wo wir ansetzen sollen. Wir wissen so wenig über den Burschen. Francesco Nitoni, alias Frank Nitti, der Einpeitscher. Geboren am 9. Januar 1878 in Montedoro, Sizilien. Nitti führt das Rollkommando der Bande an. Seine Männer sind professionelle Killer. Am 19. März 1943 wird Nitti wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Da gebraucht er zum letzten Mal seinen Revolver, um sich selbst zu erschießen. Bevor wir daran denken können, ihm den Teppich wegzuziehen, das heißt also... Ich will das alles nicht hören! Das sind doch nur lauter Sprüche! Ich will endlich wissen, wie lange es dauern wird. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein, wirklich, wir haben nichts, woran wir uns halten können. Ich kann dich nicht hören, Frank. 5 Wochen, höchstens 6. 6 Wochen? Länger braucht ihr wohl nicht. Was auf dem Herzen, Jack? Ja, ich denke schon, Sir. Ich möchte mich ja nicht einmischen in die Sache. Aber ich habe Moraine in den letzten paar Monaten oft beobachtet. Er wohnte in den Essex Apartmenthäusern, Lincoln Park, West Avenue, Nummer 5C. Unter dem Namen George Miller. Er ist verrückt nach seiner Frau und seinem Jungen. Abends bleibt er meist zu Hause. Wenn er weggeht, sind seine Gorillas dabei, Willie Marks und Ted Newberry. Die beiden sind schwer zu nehmen. Wenn Ihnen das nützt, Mr. Capone? Du hast aber noch ausgelassen, wo er seine Pyjamas kauft. Ich sag ja, ich hätte ein paar hundert von der Sorte. Ihr wisst doch warum. Komm her, Jack. Ich will dir mal was sagen, Jack. Ich habe für Leute was übrig, die ihren Kopf nicht nur als Hutständer gebrauchen. Und weil du über Moraine so gut Bescheid weißt, gebe ich dir den Auftrag, ihn zu liquidieren. Wenn du nichts einzuwenden hast, Frank. Na schön, ich habe nichts dagegen. Schaffst du das, Junge? Ja, Sir. Da ist nur noch etwas unklar, Mr. Capone. Es könnte ja sein, dass wir ein paar von seinen Gorillas mit abknallen müssen. Da werde ich einen Kranz schicken. Ich habe keine Angst vor Capone. Er oder ich, einer von beiden. Wenn er in den letzten paar Jahren Wort gehalten hätte, dann wäre das alles nicht nötig. Aber er hat fast jede Abmachung gebrochen. Rubenien hat ihm immer geglaubt und weiß ebenfalls. Und ihr wisst ja auch Leute, wie die draufgegangen sind. George Clarence Moran, geboren in St. Paul, Minnesota. Vorbestraft als Pferdedieb, Einbrecher und Straßenräuber. Steht unter Mordverdacht. Chef der berüchtigten Gangsterbande im Norden von Chicago, die seit 5 Jahren mit der Capone-Bande im Kampf liegt, um sich die Kontrolle über Alkohol, Schmuggel und Spielhöllen zu verschaffen. Jeder seiner Vorgänger hat bisher diesen Kampf verloren und mit dem Leben bezahlen müssen. Aber ist das ein Grund? Ist das ein Grund, ihn am Leben zu lassen? Ich denke, wir rechnen ab. Und Jaime hat diesem Schurken auch noch seine schmutzige Hand geschüttelt. Naja, stimmt schon. In der letzten Zeit haben wir ihm das Leben ein bisschen sauer gemacht. Aber eins will ich euch sagen, das war noch lange nicht genug. Was der Bursche sich uns gegenüber schon alles erlaubt hat. Sein Stinkbier setzt er in unseren Kneipen ab. Unsere Lastwagen räumt er aus. Er schickt seine Spitzel wie diesen Jack McGurn, die überall rumschnüffeln. Euch mag das ja kalt lassen, Jungs. Aber mich nicht. Die Zeit ist jetzt gekommen, wo wir Al Capone und seine Bande ausboten müssen. Endgültig! George, mit was? Du kannst den Kampf zwar anfangen, aber du kannst ihn nicht gewinnen. Nicht, wenn jeder Italiener in der Stadt für ihn arbeitet. Ich kenne ein paar, die das nicht tun. Joaiellos Bande zum Beispiel. Dieses verlauste Lumpenpack. Capone wird nicht einmal wissen, dass es den gibt. Jimmy, rede doch nicht so von unserem neuen Partner. Nun, Moment mal, sachte. Das ist doch ein blöder Witz. Setz dich, Frank. Seit wann lassen wir uns denn mit diesen blödsinnigen Spaghettis ein? Da steige ich vorher aus. Hey, willst du vielleicht pampig werden, du Halbidiot? Mir kommt's drauf an, Capone hochzunehmen. Scheißegal, wer es tut.
Denkst du denn nicht mehr an O'Banion? Oder an Jaime Weiss? Das solltest du aber, denn du hast geholfen, ihre Särge zu tragen. Dich kümmert ein Freund nicht mehr, wenn er erstmal verschwunden ist, aber mich schon. Dian O'Banion war mir ein Freund, so wie ich ihm. Und ich vergesse nicht, wer ihn auf dem Gewissen hat. Jaime Weiss und ich waren mit dir noch 10 Minuten vorher zusammen. Und denkt an die Italiener. Die ballern euch ebenso schnell eins von hinten auf, wie sie Spaghetti fressen. Zum Teufel mit den Sizilianern. Wiedersehen, Jaime. Morgen, Johnny. Guten Morgen, meine Freunde. Macht Capone das immer. Und dieser Mörder und Betrüger hat geschworen, er will sich aus den Nordbezirken raushalten. Ich werde nicht warten, bis Capone mich auf den Friedhof geballert hat. Also legen wir ihn um, bevor er mich umlegt. Okay, also da machen wir kurz einen Prozess. Aber wir werden allein damit fertig werden. Ohne Spaghetti-Fresser wie Joe Aiello. Frank, du bist ein Schwachkopf, aber das weißt du ja. Capone steht unter dem Schutz der Mafia. Der macht keinen Piep ohne die Erlaubnis der Oberbonzen. Er selber kann nicht Chef werden, weil er kein Sizilianer ist. Deshalb hat er einen von seinen Leuten auf den Posten gesetzt. Der Bursche heißt Pezzi Lolordo und dein Spaghettifresser ist ein Busenfreund von ihm. Er wird Lolordo liquidieren und selber die Mafia übernehmen. Dann kann unser Freund Al ohne Rückfahrkarte auf die letzte Reise gehen. Und wenn's nicht hinhaut, dann reisen wir ohne Rückfahrkarte. Da du es machen wirst, wär's besser, wenn's hinhauen würde. Ich sag ja nicht, dass sich das nicht machen lässt, wenn Aiello unser Mann in der Mafia ist. Albert Kachalek, alias James Clark, geboren am 25. Februar 1888 in Kroh-Janke bei Schneidemühl in Deutschland. Zuchthäusler, Einbrecher und Autodieb, steht unter Mordverdacht. Vor 5 Jahren hat er Bugs Moraines Schwester geheiratet und ist seitdem der zweite Mann in der Moraine-Bande. Und dann brauchen wir noch einen schnellen Fahrer zum Abhauen. Ist doch egal, wie du es anstellst. Hauptsache, du kriegst Lolordo. Und bitte schnell. Ich habe schon als kleiner Junge fahren gelernt. John May, geboren in Chicago am 28. September 1897. Verheiratet, 7 Kinder. 2-mal wegen Einbruch verhaftet, jedoch keine Verurteilung. Gelegentlich arbeitet er als Automechaniker für Moraine. Er hat seiner Frau versprochen, in Zukunft jeden Konflikt mit dem Gesetz zu vermeiden. Seit 3 Monaten ist er die Miete schuldig. Ich würde Ihnen gern helfen, Mr. Clark. Das liegt ganz bei Ihnen, Johnny. Wenn Sie uns den Gefallen tun wollen, sehr schön. Wenn Sie nicht wollen, dann ist das Ihre Sache. Hier hast du sie. Aber ich bin eigentlich kein Scharfschütze. Ich habe ja noch nicht einmal einen Revolver. Wenn ich da schießen sollte, da würde ich ja... Ich sag doch in 3 Teufelsnamen, damit haben Sie nichts zu tun.
Oder glauben Sie, wir lassen uns die Tour von einem Amateur vermasseln? Sie würde ich doch nicht mal meine Schwiegermutter umlegen lassen. Psst, die Schießerei können Sie getrost den Gusenbergs überlassen. Ich will von Ihnen weiter nichts, als dass Sie den Wagen fahren. Naja, Sie brauchen vielleicht mal Ihre Muskeln, wenn es hart auf hart geht. 100 Eier sind drin. Also was ist? Steigen Sie ein. Für 100 Eier soll ich das machen? Aha. Also gut, weil ich das Geld wirklich brauche. Was ist denn? Magst du nicht mehr? Nicolas Sorello, geboren in Marsala, Sizilien, am 13. Mai 1872. Als er Ende 30 ist, hat ihn sein Vetter Dominic Forenza in die Staaten geholt. Er ist verheiratet, hat 5 Kinder und 11 Enkelkinder. Es ist schwer für ihn, sich den Lebensverhältnissen der neuen Welt anzupassen. Er lebt in ständiger Armut. Kaum 24 Stunden, nachdem er zum ersten Mal an einem Verbrechen beteiligt ist, wird er am 15. Februar 1929 ermordet. Mr. McGurn, ich bin Nick Sorello. Setzen Sie sich, Nick. Wollen Sie was trinken oder was essen? Nein, nein, vielen Dank. Das war nett von Ihnen, dass Sie fragen. Dominic Forenza hat gesagt, man kann sich auf Sie verlassen. Ja, das ist möglich, vielleicht, weil mein Gedächtnis ist katastrophal. Na, was treiben Sie so, Nick? Ich habe den Lastwagen. Wenn gut ist, manchmal ich mache Gemüse verkaufen. Manchmal ich mache Möbelspeditionen. Es ist schwer für einen guten Job, weil ich spreche Akzent. Ja. Schon mal Polenta am Hals gehabt? Nein. Doch, einmal ja. Sie haben zu mir gesagt, ich transportiere gestohlene Ware. Ich sage, woher soll ich wissen? Sie haben genommen die Ware von meinem Wagen und sind weggefahren. Dieselbe Sache wie bei uns zu Hause in Italien. Da ist kein Unterschied hier. Ich habe einen Job für dich, Nick. Dabei fällt ganz hübsch Taster für dich ab. 500 Eier. Es ehrt mich sehr, Ihnen zu dienen, Mr. McGurn. Nehmen Sie sich ein paar Freunde mit. Aber es müssen Leute sein, die absolut dicht halten können. Irgendwann heute Nacht wird ein Wagen vor Ihrem Haus stehen. Er ist brandheiß. Lasst ihn verschwinden, sobald ihr fertig seid. Alles klar? Schreiben Sie sich das auf. Punkt 9 Uhr morgen früh sind Sie mit Ihren Jungs an der 33. Straße. Einen Block westlich der Robbie Street. Sie brauchen eine Kanone. Eine Kanone? Das ist leider etwas, was ich nicht habe, Mr. McGurn. Kanone bringt Unangenehmes. Keine Patronen, nichts Unangenehmes. Ah,
Okay. Vermittlung. Ja, Fräulein, geben Sie mir die Polizei. Ich habe gesehen, wie ein Lastwagen überfallen worden ist. Für Johnny und mich ist die Sache schon so gut wie gelaufen. Wir müssen nur noch... Ja? Mr. Moraine, hier ist Nick Sorello. Mr. Sorello, ich wüsste nicht, dass ich Sie kenne. Ja? Ja? Was für eine Marke? Aha, pro Kiste wie viel? Können Sie mich in anderthalb Stunden wieder anrufen? Ja, tun Sie das. Was war denn das für ein Vogel, ne? Ein gewisser Sorello. Ja, 82 heiße Kisten Old Cabin zu verkümmeln. Die Kiste für 56. Der Preis ist doch in Ordnung. Ja, aber ist er auch in Ordnung? Monroe 8099, bitte. Leutnant Del Costa, bitte. Larry, hier ist George. Larry, ich habe da ein paar Fragen. Habt ihr vielleicht eine Meldung von der gestohlenen Schnapsladung? War in den letzten paar Tagen aus den Lagerhäusern draußen. Genau. Und dann noch was anderes. Wird bei euch eine Akte geführt über Nick Sorello? Jawohl. Ich rufe dich in einer halben Stunde wieder an. Danke, Larry. Entschuldige, Jim, was hast du eben gesagt? Oh, wir sind bald so weit, dass der Zug abfahren kann. Wir wollen nur noch genau wissen, ob Lolordos Musketiere sich jeden Tag zur selben Zeit ablösen. Ich lasse das durch meine Jungs gerade kontrollieren. Alfonso, carissimo. Pascalino, scalda il cuore a vederti, Pascalino. Komm rein, komm rein. Salute e vita durevole. Altrettanto. Grazie. Max Moraine ist übermütig geworden. Die Jungs sind dabei, ihm den Leichenwagen zu richten. Ah, das höre ich nicht gern, Alfonso. Vielleicht könnt ihr noch mal darüber reden? Reden ist scheiße. Mit Robinian habe ich geredet, er hat nur gelacht. Mit Weiss habe ich geredet, angebettelt habe ich ihn. Dreimal hat er mich um ein Haar hops genommen. Und Moraine ist genauso ein bockiger Esel. Da hat es doch keinen Sinn zu reden, das sind Bauern. Jedes Mal versuche ich es und jedes Mal knallen sie los. Ich frage dich nicht, Patsy. Ich teile es dir nur mit. Ich schaffe mir Moraine vom Halse. Also dann tu es, mein Freund. Dein Leben, Alfonso, ist für mich mehr wert als das Leben dieses wertlosen Mannes. Jack McGurn wird das erledigen. Und zwar will er zwei Mafia-Leute dafür haben, Scalisi und Anselmi. Dieselben Kohlen, wie wir sie Oppenheimi Weiss bezahlt haben, okay? Wie du wünschst, mein Freund. Alfonso, du machst heute so ein bedrücktes Gesicht. Ja. Ich habe so Verschiedenes gehört, Patsy. Weißt du, wie das geht? Du schnappst hier ein Wort auf und da ein Wort und kannst dir schnell ein Bild zusammensetzen. Vielleicht stimmt es auch nicht. Ich sag dir, wie ich es sehe.
Joe Aiello will versuchen, die Mafia hier in die Hand zu kriegen. Und dich wollen sie abschießen. Ich habe von Aiello nichts zu befürchten. Don Giuseppe und ich sind wie Brüder. Wir waren schon in Palermo zusammen. Ich kam fast zur gleichen Zeit wie Giuseppe nach Amerika. Wir gehören beide zum Rat unserer Bruderschaft. Nein, Alfonso. Ich danke dir vielmals, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber was du gehört hast, ist nicht wahr. Das weiß ich. Ja? Hier ist Nick Sorello. Los, rein hier. Ketsche? Wer ist noch da draußen, Nick? Sind ein paar von meine, zwei von meine gute Freunde sind gekommen, mir helfen. Ruf sie rein. Mario! Joe! Avanti! Kommt schon, kommt schon! Na, mach schon, Junge. Was soll denn das Spielzeug? Bitte entschuldigen, ich hatte nur für Whisky bewachen, weiter nichts. Das war unhöflich, bitte entschuldigen. Holen wir das Zeug rein. Dr. Reinhard Schwimmer, geboren in Chicago am 1. Dezember 1896, zweimal verheiratet, zweimal geschieden. Keine Vorstrafen. Er ist ein Mensch, der sich von der Atmosphäre des Verbrechens und der Unterwelt magisch angezogen fühlt. Seit Schwimmer einige Mitglieder der Moraine-Bande kennengelernt hat, verbringt er fasziniert einen großen Teil seiner Zeit in deren Gesellschaft. Er ist approbierter Augenarzt, hat aber vor kurzem seine Praxis aufgegeben. Er lebt bei seiner verwitweten Mutter, die ihn unterstützt. Okay, Nick, es ist alles in Ordnung. Meine Zaster? Ey, Signore, Sie bezahlen mir vorher meine Zaster. Komm, Nick, beruhige dich wieder. Wir schicken dir einen Scheck. Bitte entschuldigen, Signore. Ich selbst habe gesprochen mit Mr. Moraine am Telefon. Er sagt, okay, Nick, ich dir zahlen in bar. $56 die Kiste für diese First-Class-Ware. Hey, Sie können versuchen, Signore. Ist First-Class-Ware oder nicht? Okay. Also, zuerst Sie mir bezahlen meine Zaster und dann wir laden Kisten von Wagen. Wo ist das Zeug her, Nick? Mr. Moraine hat nicht gefragt, woher er ist. Hat nur gesagt... Dass es ein kleiner Straßenraub gewesen ist. Du hast es Dinkbert Obertes abgenommen. Oh. Wir wissen alles, Nick. Du bezahlst Dinkbert nicht, wir bezahlen dich nicht. Das ist doch fair. Okay, abladen, Jungs. Du kriegst deinen Zaster. Was schon. Adam Heyer, geboren in Springfield am 26. Juni 1881, vorbestraft wegen räuberischer Erpressung, zweimal verheiratet, ein Kind aus erster Ehe. Heyer ist von Beruf Buchhalter und treibt ausstehende Gelder für die Moraine-Bande ein. Außerdem zahlt er die Bestechungsgelder an die Beamten und Polizisten. Seine Frau ist seit mehreren Jahren krank. Vor ihr und ihrem Bekanntenkreis verbirgt er sorgfältig die Art seiner Geschäfte. Oh, das wäre alles, Mr. Gusenberg. Nick?
Das Zeug wäre runter. Old Cabin, unverschnitten. Wie viele Kisten waren das? 82. Ich habe selbst genau gezählt. Nick würde uns nicht anschwindeln. Er will noch lange leben. Was, alter Junge? 82 Kisten. $56. Das macht $4,592. $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Sagen wir, abgerundet, $4,500. 500 für die Leute hier, Nick. Wenn wir abladen helfen, werden wir dafür bezahlt. Stimmt's? Tausend Dank, Signore. Nächstes Mal, wir machen vielleicht wieder Geschäft, wenn Sie das wollen. Aber natürlich, Nick. Nichts machen wir lieber als Geschäfte mit Jungs, die so helle sind wie du. Du bist doch ein helles Köpfchen. Ja. Achte schön auf deine Gesundheit, Nicky. Ihr Banditen. Haben mir wieder weggenommen von die Zaster mehr als $500. Halb so wild, das wusste ich. Es ist Geschäftsrisiko. Dein Auftrag ist noch nicht damit zu Ende. Nur noch eine leichte Sache, Nick. Wenn es soweit ist, werde ich dir Bescheid geben. Du sollst nur einmal telefonieren. Vergiss es nicht, Peter. Frank wird morgen Nachmittag pünktlich um 3:30 hier sein. Joe Aiello steht genau um 3:50 an der Ecke Walton Paulina Street. Hoffentlich lässt er nicht auf sich warten. Hör mal zu, ihr drei müsstet also spätestens um 3:55 in Aiellos Wohnung oben sein, wenn nichts dazwischen kommt. Hast du alles verstanden? Mach dir um mich keine Sorgen, ich schaff das schon. Kümmer dich lieber um Aiello. Ich denke, dass der Junge Spuren wird, aber wenn etwas schief geht, verlasse ich mich auf dich. Also dann. Als Mr. und Mrs. Gorman bewohnen Peter Gusenberg und eine ehemalige Tänzerin namens Myrtle Kuppelman seit 7 Monaten die Wohnung 5C in der Roscoe Street 434. Hey, Mark. Willst du den ganzen Abend die scheiß Illustrierte lesen? Hey! Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Stelle war. Ja? Komm her, ich zeig dir, wo die Stelle ist. Was isst du denn? Was ich esse? Na, rate mal. Ein Sandwich. Du hättest mir auch eins machen können. Hast du dir ein Bein gebrochen oder was ist los mit dir? Peter, weißt du was? Du hast mir doch zu Weihnachten den Pelzmantel geschenkt. Du hast mir auch gesagt, ich kann ihn umtauschen, wenn er zu groß ist. Na und? Das habe ich nachmittags getan, gegen einen viel schöneren. Einen schöneren? Was bedeutet das? Das Ding hat mich immerhin 750 Eier gekostet. Das weiß ich doch, Liebling. Du bist ja so gut zu mir. Und du darfst keine Sekunde denken, dass ich dir nicht dankbar bin. Es war nur so, dass ich nicht widerstehen konnte. So schön war er. Ich weiß. Warte hier auf mich. Ich werde ihn dir vorführen. Du wirst sehen, wie schön er aussieht. Jawohl, jawohl, jawohl! Hier ist Ben Barney und alle seine Jungs. Wir kommen zu Ihnen vom College Inn im Hotel Sherman. Und jetzt wollen wir für alle die Burschen und Mädels, die dem großen Mittelwesten zuhören, Stumpflin spielen. Na, dann schiebt man drauf los, Mädels. Thank you.
Ist er nicht wunderschön, Peter? Und der Preis? Was hast du denn für ein Glucksen in deiner Stimme? Der Preis! Es war eine Gelegenheit zu stark herabgesetzten Preisen. Ich dachte ja, du hättest 3.000, nicht mehr. Drei große Scheine? Was wagst du zu sagen, du dämliche Fummelträne? Als ich dich vom Strich aufgelesen habe, hast du nur ein Mantel an, wo ein Kaninchen drauf saß. Du gibst ihn morgen früh wieder zurück, hast du mich verstanden? Schrei nicht so, du blöder Gangster, ich werde ihn behalten. Sie stellen den Hausfrieden, haben Sie gehört? Lass mich rein! Ich zeig dich an, du blöder Gangster! Als Myrtle Couplemann einige Wochen später von der Presse interviewt wird, sagt sie Folgendes. Oh, Peter und ich sind seit einem Jahr verheiratet. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir geheiratet haben. Ich hatte keine Ahnung, dass er ein Gangster ist. Er ist Vertreter, hat er gesagt. Er war immer so lieb und gut zu mir. Einen besseren Mann kann ich mir gar nicht denken. Am 7. Januar beginnt Moran mit der Verwirklichung seines Planes, den Führer der Mafia Patsy Lolordo zu ermorden. Peter und Frank Guzenberg benutzen Joe Aiellos Freundschaft mit Lolordo dazu, sich Zugang zu seiner Wohnung zu verschaffen. Das ist der erste entscheidende Schritt. Sind Sie Mr. Aiello? Aiello. Ach gut. Eins möchte ich noch wissen, Aiello. Sind Sie überzeugt davon, dass dieser Lolordo uns nicht alle auf die Matte legen wird? Don Pascalino und ich, wir sind genau wie Blutsbrüder. Und er glaubt ernsthaft, wir suchen ihn auf, um ein Geschäft zu machen. Die Männer, die ihn beschützen, wissen das genau. Sie werden uns gestatten, hinaufzugehen. Kapiert? Steigen Sie ein. Es kann losgehen. Der zweite Schritt bei der Ausführung des Mordplanes ist die systematische Ausschaltung der Leibwachen von Patsy Lolordo.
Caro Don Giuseppe, alla salute. Alla tua. Pasqualino, che è successo? Dio mio! Mi hanno ridammazzato! Aiuto! Pasqualino, rispondimi, mio bene! Mio tesoro! Richter, heute ist das Schlimmste in diesem Lande, dass die Moral so stark nachlässt. Nehmen Sie die jungen Leute zum Beispiel. Die Mädchen. Auch nun sind die auf der Straße. Knutschen im Auto auf dem Rücksitz und Röcke tragen sie, dass man weiß, der Teufel was sehen kann. Und die Burschen kippen eine Flasche Fusel runter und dann stinkt es offen an Steuer. Sie haben vollkommen recht, Mr. Capone. Ich sehe es fast täglich in meinem Gerichtssaal. Betrunken, hemmungslos, verwahrlost. Ich bin oft ganz verzweifelt. Was diesen jungen Leuten fehlt, euer Ehren, ist eine gehörige Tracht Prügel, und zwar mit einem breiten Riemen. Mädchen und Jungen, einer wie der andere. Wenn eins von meinen Kindern... Entschuldigen Sie mich, euer Ehren. Macht die Gläser voll, ich bin gleich wieder da. Hallo? Ja, hier ist Aal. Wer? Ah, hallo, Marty. Na, was gibt's denn so Wichtiges? Du hast wohl... Was ist dem Aal? Was hast du? Pezzillo Lordo ist tot. Ermordet! In seinem eigenen Haus! Erschossen! Von seinem Freund! Dieser Verräter, dieser Aasgeier, dieser Hundesohn! Verrecken soll er wie ein räudiger Hund, dieses Tier! Und seine Kindeskinder sollen faulen Millionen Jahre in der Hölle! Ruhig, Al. Wer war's? Drei Männer. Zwei von Moriens Bastarden. Und Giuseppe Aiello. Aiello? Ja. Was hattest du damals gesagt, Charlie? Ich soll Moraine laufen lassen. Ich soll ihm Zaster zeigen, wenn er die Finger auslässt. Gib dem armen Kerl eine Chance. Chance! Du hast falsch getippt, mein Junge. Und ich war so idiotisch, auf dich zu hören. Beinahe wäre ich auf den Gedanken gekommen, Moraine laufen zu lassen. Jetzt nicht mehr, Charlie. Moraine wird ausgelöscht. Und auch Aiello. Mit ihm werde ich abrechnen. Siehst du, wie sie zittern? Wie ein alter Mann. Ich weiß, das Syndikat will mich kaschen. Einmal haben sie schon versucht, und zwar mit dem Schießeisen. Na, dann gib's ihnen doch das nächste Mal zurück. Ich bin kein Revolverschütze, George. Ich bin nicht dazu da, um andere umzulegen. Und bist du denn da etwa zum Krawatten verkaufen? Sollen wir vielleicht eine Ausnahme für dich machen, nur weil du es bist? Und für die Kohlen, die ich dir zahle, kannst du deine Finger ruhig mal krumm machen, oder du steigst ganz aus.
Ich dachte, vielleicht könnte ich von dir eine Kneipe übernehmen. Das ist mein Beruf, das könnte ich besser. Für Gastwirte habe ich zurzeit kein Angebot. Ich weiß auch nicht, wann ich eins habe. Also behalt schon deinen Posten. Albert Weinschenker, alias Albert Weinschenk, geboren in Chicago am 23. Dezember 1893, nicht vorbestraft. Obwohl Weinschenk kein Verbrecher im gewöhnlichen Sinne ist, hat er in den letzten 3 Jahren für die Moraine-Bande gearbeitet. Ursprünglich Geschäftsführer von privaten Clubs, leitet er später eine Kette von chemischen Reinigungen und Färbereien, die von Bugs Moraine kontrolliert werden. Ja, Bert, ich weiß, es ist nicht so leicht für dich. Jedenfalls war ich mit deiner Arbeit immer sehr zufrieden. Ich möchte dich lieber behalten. Überleg's dir doch noch mal und besprich es mit Irene. Dienstag zwischen 10:30 und 11:30 bin ich in der Garage Clark Street. Komm vorbei und sag mir Bescheid, so oder so. Ja, das tue ich. Hm? Wenn nur Irene nicht immer so nervös wäre, wenn... Naja, du weißt ja, wie Frauen sind. Tja. Ich danke dir sehr, George. Ja, schon gut. Wir sind doch alte Kumpel, hallo? Mr. Moraine, hier ist Nick Sorello. Sie nicht mich haben vergessen. Nein, ich habe Sie nicht vergessen. Wo brennt's denn? Vielleicht ich bekomme schon, hören Sie, in die nächsten Tage neue Lieferung von dieselbe Ware, selbe Preis. Okay? Na ja, da werden wir schon klarkommen. Wie viel sind's denn? Das ich kann noch nicht genau sagen. Ich noch nicht habe Lieferung erhalten. Sie verstehen, Mr. Moraine. Ja, ich verstehe. Wann wird denn das etwa sein? Vielleicht schon morgen. Vielleicht erst in 2 Tagen. Gut, dann rufen Sie an, damit ich den Jungs Bescheid sagen kann. Mr. Moraine, das letzte Mal haben mich Ihre freundlichen Junge ein bisschen warten lassen und auch geprügelt. Dieses Mal, ich mache Geschäft mit Ihnen. Gut, mit Ihren Freunden, nein. Gut, machen wir eine Zeit aus. Sagen wir Dienstag gegen 9:30. Ich werde selbst da sein und garantiere Ihnen, dass Sie niemand belästigen wird. Das ist fein. Es wird mir ein Vergnügen sein, Bekanntschaft zu machen. Dankeschön, Mr. Moraine. Mr. Moraine. Wie gefällt Ihnen der tolle Wagen da drüben? Das ist ein LaSalle. Eines der besten Autos, die auf dem Markt sind. Hat elektrischen Anlasser, Sicherheitsscheiben, luftgekühlten Kardantunnel. Und hat erst 40.000 Kilometer runter. Den können Sie ganz hübsch rannehmen, da steckt ganz schön was drin. Ich weiß nicht, die Kiste ist mir zu alt. Aber das ist ein LaSalle, Sir, das dürfen Sie nicht vergessen. Ich will Ihnen noch etwas verraten. Hat einen Großindustriellen gehört aus Boston. Ah. Chauffeur gepflegt. Sie wissen ja, wie diese Leute sind. Wie viel soll er kosten? $800. Aber für Sie 750. Gekauft. Aber nur, wenn ich damit gleich wegfahren kann. Ich wüsste nicht, was Sie hindern sollte. Wie wollen Sie die Raten zahlen? Ich zahle in einer Rate, wenn ich das darf. Oh, Exzellenz. Ich wüsste nicht, wer Sie hindern sollte. Adresse und Namen hätte ich noch gern für Ihre Quittung. James Morton. New Habit Street 60. Los Angeles, Kalifornien. 4 Monate im Voraus. Danke sehr, aber gern. Ich hole Ihnen eine Quittung, Mr. James Morton. Bitte einen Augenblick, Mr. Morton. Am Abend des 11. Februar kauft Angelino Molino, ein Vetter zweiten Grades von Joe Aiello, eine Fahrkarte für den Zug nach Los Angeles. Mit dieser Fahrkarte wird Aiello den Zug erst in letzter Minute besteigen. Er will der Rache Al Capones entgehen und hofft, dass seine Flucht aus Chicago unbemerkt bleibt. Was heißt, die Leute haben die Nase voll? Die Zeitungsfritzen. Oder die Kerle vom Radio. Was wissen die denn schon? Die meisten kümmert das einen feuchten Dreck, der da umgelegt wird. Hauptsache, Sie waren es nicht. Ich kenne die Menschen genau, das gehört jetzt zu meinem Geschäft. Das ist doch Spannung für die und Spaß haben Sie dran. Deswegen kaufen Sie doch die Zeitung. Hallo? Ja, Frank?
Warte auf mich. Wir treffen uns beim Friseur. Komm, mein Junge. Ihr bleibt in der Nähe. Da soll einer bezahlen. Wer ist da? Die Fahrkarten. Augenblick bitte. Los, aufstehen! Traditore. Signor Capone. Wir sind doch zwei Menschen, die Vernunft haben, aber... Mörder! Assassino! Aber wenn... Dreh dich um! Hör's bald! Mrs. Doody, mein Freund und ich, wir möchten gerne ein hübsches Zimmer mieten, und zwar möglichst nach vorne raus. Kommen Sie rein, ich habe keine Lust, die ganze Straße zu heizen. Die Kohlen sind schon teuer genug. Ja, das kann man wohl sagen. Sind Sie Musiker oder sowas? Ja, wir spielen im Orchester in einem Nachtclub in der Fullerton Street. Die Zimmer sind oben. Aha. Das ist ja wirklich ein hübsches Haus, was Sie da haben. Auf Ihren Geigen da können Sie hier aber nicht rumkratzen. Meine Mieter lassen sich sowas nicht gefallen. Machen Sie sich deswegen nur keine Sorgen, Ma'am. Wir spielen damit nur, wenn wir dafür bezahlt werden. Wollen Sie zwei Einzel- oder ein Doppelzimmer? Doppel genügt. Hauptsache, es ist nach vorn raus. Wenn Sie tagsüber schlafen wollen, würde ich eher ein Hinterzimmer nehmen. Auf der Clark Street ist ein unheimlicher Lärm, die vielen Busse und Autos. Trotzdem wollen wir nach vorne raus. Wissen Sie, wir sind aus New York, Ma'am. Es ist zu ruhig hier. Wir können nie einschlafen. Es geht Ihnen doch sicher genauso. Ich zeige Ihnen, was ich habe. Wirklich ein nettes Zimmer, Mrs. Doody. Wir sind einverstanden.
Frische Wäsche kriegen Sie zweimal die Woche. Das Bad ist am Ende von der Diele. Kein Besuch nach 10 Uhr abends. Und vor allen Dingen, ich wünsche keine Mädchen hier oben. Wir sind ein unbescholtenes Etablissement. Machen Sie sich deswegen nur keine Sorgen mehr. Wir werden morgen unsere Sachen bringen. Was sind wir Ihnen schuldig? Das macht 9 Dollar die Woche. Im Voraus. Tja. Ihre Quittung und den zweiten Schlüssel lege ich nachher unten auf den Tisch. Und Ihr Name? Oh, er ist Mr. White. Und ich Mr. Johnson. Hey, Sie, wo gibt's ein Telefon? Münzapparat in der Diele unten. Du musst Vic anrufen. Ja, ich gehe schon. Long Beach, 6599. Tankstelle O'Meara, wer ist da? Ja, sofort. Telefon. Hallo? Er ist gerade einen Augenblick weg. Kann ich was ausrichten? Ich rufe nochmal an. In Ordnung. Wer ist einen Augenblick weg? Falsche Nummer. Alles klar? Alles klar. Noch sehr unschuldig aus, mein Junge, aber es wird dir schon bei uns gefallen. Ich bin schon mal hier gewesen. Ich wusste doch, ich kenne das Gesicht. Das macht 2 Dollar. Pro Nase. Also los. Der Wagen steht hinter einem Garagentor Wood Street 730. Genau hier. Von dort fahrt ihr auf dem schnellsten Weg über die Hauptstraße. Dann immer weiter in Richtung Bloomingdale. Und kommt auf die Wood Street, die fahrt ihr bis zur Clark Street und dann rechts runter etwa einen Häuserblock weiter. Da ist es. Es ist gut für euch Jungs, dass ihr nicht aus dieser Gegend seid. Da wird euch keiner erkennen. Ihr müsst einfach so tun, als wärt ihr echte Polypen. Das muss deine sein. Das ist Moraine. Ihr werdet sein Gesicht aus der Entfernung von der anderen Straßenseite kaum sehen. Aber er fällt sofort auf mit seiner bulligen Figur. Trägt meist dunklen Mantel, Hut, Handschuhe. Elegant. Alberto Anselmi, geboren in Marsala, Sizilien, am 11. Juni 1892, Mitglied der Mafia und Berufsmörder wie John Scalisi. Geboren in Castelvetrano, Sizilien, am 24. Januar 1895. Innerhalb von 6 Jahren sind diese beiden an 31 Morden beteiligt. Unter anderem auch an den Morden an Dean O'Banion und Jaime Weiss. Das Dümmste, was passieren kann, ist, dass die richtigen Polypen aufkreuzen. Wenn sie euch anhalten, bevor ihr dort seid, das war eben dann euer Pech, okay? Ist für einen Rechtsanwalt ein Kinderspiel. Kommen sie aber danach, dann könnt ihr ohne Hemmungen draufballern. Dann habt ihr nichts mehr zu verlieren. Irgendwelche Fragen? Das wär's. Hallo?
Jack, wie schön von dir zu hören. Wie ist das Wetter bei euch zu Hause? So um 0 Grad, Mr. Capone. Ein bisschen Sonne aus Miami wäre gar nicht schlecht. Ja, das glaube ich gern, Jack. Ist was Besonderes, mein Junge? Ja, Sir. Es wäre dann alles soweit, Mr. Capone. Ja, Donnerstagmorgen, gegen 10.30 Uhr. Hübsches Geschenk für den St. Valentinstag, nicht wahr? St. Valentin? Ah, ja, natürlich. Donnerstag ist Valentinstag. Ein heißer Tag wird das. Ein Valentinsgeschenk für Moran. Das ist herrlich. Also, mein Junge, lass rote Blumen blühen zum Valentin, ja? Um 6.45 Uhr, am letzten Morgen seines Lebens, fährt John May mit einem Bus zur Arbeit. Er soll die Kardanwelle an einem Wagen der Moraine-Bande bis Mittag auswechseln. Dafür sind ihm $10 extra versprochen worden. Um 7.02 Uhr, am letzten Morgen seines Lebens, sind Peter Gusenberg über Mittel und Wege, wie er Myrtle Couplemen loswerden kann. Er ist überzeugt, dass er etwas Besseres findet. Um 7.23 Uhr, am letzten Morgen seines Lebens, fasst Albert Kachalek, alias James Clark, den Entschluss, sich einen neuen Wagen zu kaufen. Bei seiner Stellung in der Moraine-Bande kann er sich das leisten. Ah, hättest du mich doch geweckt, mal hätte ich mitgefrühstückt. Ach, woher soll ich denn wissen, dass du überhaupt zu Hause bist? Du kommst und gehst, wann du willst. Du wolltest zum Abendessen da sein. Tut mir leid, mal. Ein paar Freunde haben mich aufgehalten. Das habe ich mir gedacht. Solange es um deine merkwürdigen Freunde geht, da hast du ja keine Mutter mehr. Um 7.30 Uhr am letzten Morgen seines Lebens gerät Reinhard Schwimmer in Verzweiflung, weil er in dringender Geldverlegenheit ist. Ich wollte dir was sagen, Mama. Es ist für mich wichtig. Hör zu, Mama, ich wollte es dir nicht sagen, aber ich habe Ärger. Doch nicht mit der Polizei, Reinhard. Nein, nein, wo denkst du hin? Ich schulde jemandem Geld. $300. Ich muss heute bezahlen, sonst komme ich in die Klemme. Ich verstehe dich nicht, Reinhard. Ein Mann, der einen so schönen Beruf hat wie du, verkehrt nicht in solchen Kreisen. Also gut. Aber du musst mir versprechen, dass du dich von diesen Gangstern zurückziehst. Sei lieb, mein Junge. Ich versuche es. Ich gebe dir mein Wort. Ich hatte immer Kummer mit dir, Reinhard. Du solltest mehr auf deine Mutter hören. Hallo. Was ist denn? Ja, hallo. Oh, Eddie. Ja, ich bin auf. Ja, ich komm. Warum denn so eilig, Kleine? Denkst du, es macht Spaß, rumzusitzen und zu hören, wie du schnarchst? Lass dich mal wieder sehen, Süße. Dann machen wir mal ein Fass auf. Immer noch da. Komm, Kleiner, ich krieg noch $25 von dir. Oder bist du vielleicht heute noch nicht ganz bei Kasse? Für so einen Supermann müsstest du eigentlich bezahlen. Ja, so schön bist du auch wieder nicht. Danke, Kleiner.
Auf Wiedersehen. Um 7.41 Uhr am letzten Morgen seines Lebens fragt sich Frank Gusenberg, ob er nicht zu einer seiner beiden Ehefrauen zurückkehren sollte. Willst du Tee, Liebling, oder Kaffee? Um 8 Uhr am letzten Morgen seines Lebens rechnet Adam Heyer aus, was die Operation seiner Frau kosten würde und ob seine Ersparnisse dafür reichen. Sag bloß, du gehst zu... Du darfst nicht wieder zu denen gehen, versprich es mir. Liebling, mach dir keine Sorgen. Das ist vorbei. Ich gehe nur hin und sage George, du siehst mich nicht wieder. Und damit ist der Fall für mich erledigt. Ja, das hoffe ich. Ich rufe dich heute Mittag an, so um 12:30. Um 8.15 Uhr, am letzten Morgen seines Lebens, gewinnt Albert Weinschenk die Erkenntnis, dass Sicherheit und Seelenfrieden mehr wert sind als ein Jahreseinkommen von $20.000. Hör dir das an. Kostet nur 600 Eier. Vier Zylinder mit Tourenzähler. Keine Vibration und kein Rumpeln, da stoßfrei gelagert. Das Fahren wird zum Vergnügen. Höchstgeschwindigkeit... Alex. Maureen? Nein, er ist zu klein. Merkst du was, Paul? Das ist der sechste, der inzwischen drin ist. Hat keiner was von Mitzählen gesagt. Aber zähl ruhig weiter. Ich zähle nur bis eins. Morgen, Jungs. Morgen. Ach, der gute alte Reini. Na, was machen die Patienten, Doktor? Wisst ihr was, Kinder? Ich setz mich zur Ruhe und lebe von meinen Ersparnissen. Das heißt, die Rechnung bezahlt deine alte Dame. Ich sah Piets Wagen draußen stehen, hab ich gedacht, ich schau mal rein, sag guten Tag und krieg vielleicht einen Kaffee. Können Sie sich vielleicht selbst bedienen? Der Kellner ist leider schon weg. Natürlich. Wie geht's denn, Pete? Gut. Hör mal, beim Friseur hat mir jemand einen Tipp gegeben fürs Rennen in Miami. Indian Broom ist ein Langläufer. Schon so gut wie platziert. Ich fall lieber selber rein. Oder hast du was dagegen? Nein, Pete, natürlich nicht. Ich wollte dir nur sagen, was ich gehört hatte. Entschuldige. Wie ist das Wetter draußen? Kommt ganz schön was runter. Der Wind ist wie eine Rasierklinge, der wird euch die Haut abziehen. Ihr werdet weich, Leute. Mr. Miller, ein Gespräch für Sie. Mr. Bernstein aus Detroit. Ja, was gibt's denn? Hey, George, komm, schieß los. Dass der nicht pünktlich sein kann. Da ist er. Figur stimmt, Größe stimmt. Sogar der Mantel. Ich bist du verrückt geworden? Dem geben wir es zunder, wenn er rauskommt. Geh, ruf ihn an. Geh schon. Vermittlung? Ich möchte Long Beach 6. Long Beach 6599. Ja, genau.
Ja, hallo? Mr. King. Wen bitte? Der ist noch immer weg. Kann ich was bestellen? Ja, ja. Sagen Sie ihm, die Wäsche ist fertig. Geht in Ordnung. Hey, warum reibt er die mit Knoblauch ein? Zur Sicherheit. Wenn die Dinger dir nicht reichen, gehst du ein an Blutvergiftung. Ich habe ihm gesagt, wenn er nochmal den Preis in letzter Minute in die Höhe treibt, werde ich mir einen anderen Geschäftspartner suchen. Eins von Latzballern sollte man ihm. Diese Scheißbullen, die kommen immer gerade dann, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Borello ist geliefert, wenn er mit dem Zeug aufkreuzt und die noch da sind. Gehen wir lieber einen Kaffee trinken. Ist eine gute Idee. Ist gut, Mike. Ruhig, Caro. George, bist du's? Guten Tag, meine Herren. Kann ich was für Sie tun? Schnauze halten, Mann. Alle Mann drüben an die Wand stellen. Los, geht da rüber. Komm vorwärts. Na, Moment. Los, und du auch. Ihr auch. Und ihr zwei, wollt ihr nicht? Hört mal, ihr Bullen. Da macht ihr Witze. Vorwärts. Verdammte Plattfüße. Wenn das die Stadt erfährt, da soll die mal sehen. Los, vorwärts! Hey, du da! Du da am Wagen! Willst du eine Einladung? Komm schon, komm schon, komm schon! Ich bin doch hier nur Mechaniker. Los, vorwärts! Ich arbeite doch nur an dem Wagen. Aber ich hab doch nur... Gesicht zur Wand! Hände an die Wand legen! Anlegen! Viele sagen mir, ich soll in der Börse einsteigen. Ich kriege ein paar Tausender und du wirst ein reicher Mann werden. Ich sage immer, was soll's denn? Ich bin schon ein reicher Mann. Und außerdem... Was
sicher ein schwerer Unfall. Mhm. Die Leute fahren ja auch wie die Holzhacker, da kann man... Kenny! Hey, Kenny! Die Polizei hat eben davor ein paar schwere Jungs erledigt und eine davon war Bugs Moran. Frank. Kannst du mich hören, Frank? Wer hat geschossen? Sag es uns. Wer hat auf euch geschossen? Niemand. Niemand hat auf mich geschossen. Dein Bruder ist tot. Alle sind tot. Sag mir, wer es war. Frank, ich muss dir leider sagen, es ist aus mit dir. Soll ein Fahrer zu dir kommen? Nein. Lassen Sie mich in Ruhe. Du willst doch, dass wir die Burschen kriegen. Dazu musst du uns helfen. Es ist kalt. Es war schrecklich kalt. Sie werden es schon machen. Ein paar Stunden nach dem Massaker am St. Valentinstag gelang es einigen Journalisten, Moraine ausfindig zu machen, wozu die Polizei nicht in der Lage war. Das ist nichts anderes als eine schwere Erkältung. Es ist, na besser, ich kuriere sie aus. Wo waren Sie, Mr. Moraine, als es passiert ist? Ich in Chicago. Wie lange werden Sie das Bett hüten müssen? Nun ja, ich weiß nicht genau. Ich nehme an, so ein, zwei Tage. Wussten Sie, dass Sie von der Polizei gesucht werden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann denen auch nicht helfen. Wird das Ihr Geschäft ruinieren? Da müssen Sie was verwechseln. Ich bin in der Maklerbranche. Naja, ich kannte ein paar von diesen Kerlen, wie das so ist. Man unterhält sich gelegentlich. Ich habe sogar in der Zeitung gelesen, die hätten für mich gearbeitet. Wenn man alles glauben würde, was die Presse bringt. Mr. Moraine, man behauptet, es wäre die Polizei gewesen, die Ihre 7 Leute erschossen hat. Verzeihung, die 7 Leute. Halten Sie das für unmöglich? Sie müssen hier noch neu sein, Mister. Nur Al Capone ist dazu fähig. Macht euch was zu trinken, Kinder. Ich freue mich immer, wenn ich so viele nette Menschen bei mir sehe. Und diesmal würde ich Ihnen ganz besonders gerne eine Antwort geben, wenn ich eine wüsste. Mr. Capone, haben Sie diese entsetzlichen Fotos von den Toten in den Zeitungen gesehen? Ja, ja. Ganz furchtbar. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Mr. Capone? Wo waren Sie, als die Schüsse fielen? Ich war in Miami. Und wenn Sie es genau wissen wollen, war ich mit Ihrem Bezirksanwalt in einer Besprechung. Kennen Sie Mr. George Moraine persönlich? Ich habe ihn mal gesehen. Ist aber schon ein paar Jahre her. Ich würde ihn auf der Straße nicht wiedererkennen. Der Untersuchungsrichter in Chicago ist der Meinung, dass Sie hinter dem Mordanschlag stehen. Was sagen Sie dazu, Mr. Capone? Naja, es überrascht mich nicht. Seit dem großen Brand in Chicago bin ich für alles verantwortlich. Wissen Sie, was Bugs Moran in Chicago der Presse gesagt hat? Er hat gesagt, nur Al Capone ist dazu fähig. Ja. Und wissen Sie, was Al Capone in Miami der Presse gesagt hat? Und Sie dürfen mich auch zitieren. Sie wissen doch, was Bugs sind. Wahnsinn. Das Massaker am St. Valentinstag löst in der amerikanischen Öffentlichkeit größte Empörung aus. Man verlangt wirksame Aktionen und ein energisches Eingreifen, um die Macht der Verbrechersyndikate zu brechen. Und der Erfolg stellt sich ein. Die Ära des Terrors geht zu Ende. Erst 30 Jahre später, in den 60er Jahren, wird dieser Terror wieder aufleben. Und wieder werden Polizei und Justiz nicht imstande sein, wirksam gegen die Anführer vorzugehen. Und vielleicht wieder auf den Augenblick warten, an dem sich eine ähnliche Welle der Empörung auslöst wie im Jahre 1929.
Vor den vier Männern, die in dieser Garage ihre sieben Opfer auf so bestialische Weise abgeschlachtet haben, wird kein einziger gefasst und vor Gericht gestellt. Aber innerhalb von 19 Monaten kommen alle vier gewaltsam ums Leben. Am Abend des 7. Mai 1929 sind John Scalisi und Alberto Anselmi zu einem Essen bei Al Capone eingeladen. Sie ahnen nicht, dass diesem ihr Plan, nämlich ihn zu ermorden und sich an seine Stelle zu setzen, längst bekannt ist. Ja. Ich möchte auf euer Wohl trinken. Auf meine guten Freunde Giovanni Scalisi und Alberto Anselmi. Salute. Salute. Fährt euch zum Teufel! Einer der beiden falschen Polizisten, die an dem Massaker beteiligt waren, Boris Chapman, wird am 5. Januar 1930 bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in St. Louis erschossen. Die Leiche Adolf Mörlers wird am 8. September 1930 in einem Tümpel 12 Meilen südlich von Joplin, Missouri, gefunden. Vincenzo De Mora, alias McGurn, genannt Maschinengewehr, wird fast genau 7 Jahre nach dem Massaker auf einer Kegelbahn in Chicago ermordet. George Clarence Moran verschwindet bald nach der Liquidation seiner Freunde aus Chicago. Er wird wegen Bankraub zu 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und stirbt am 25. Februar 1957 an Lungenkrebs im Zuchthaus Leavenworth in Kansas. Alfonso Caponi, alias Al Capone, wird wegen Mittäterschaft an dem Massaker am St. Valentinstag niemals vor Gericht gestellt. Aber da seine Rolle als Mann im Hintergrund außer Zweifel steht, wird er 3 Monate später verhaftet. Und mehr als die Hälfte seiner ihm noch verbleibenden Lebensjahre verbringt er im Zuchthaus. Am 25. Januar 1947 stirbt Al Capone in geistiger Umnachtung. Am 4. Februar wird er von seiner Familie auf einem Friedhof in Chicago beigesetzt. Thank you.